So Leute, ich fange jetzt gleich mal an. Ich mache heute ein Let's Show von Hyrule Warriors. Nur ganz kurz zu den Amiibo-Figuren. Ich habe einmal Kirby. Und wie ihr seht, meistens bekommt man irgendeinen Scheiß. Ich habe aber auch schon mal einen Gleiter, glaube ich, bekommen. Das war aber das erste Mal. Und das einzige Mal. Dann noch Link. Magischer Gleiter, wie immer. Machen wir gleich weiter. Es gibt mehrere Modi, zum Beispiel legendenfreier Abenteuermodus oder Herausforderung. Wenn euch das mal interessieren sollte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ihr bekommt ein Video von mir. Ich fange jetzt gleich mal mit dem ersten an. Sehr einfallsreich, ich weiß. Ich nehme den magischen Gleiter, wie immer. Das ist momentan meine beste Waffe. Die Filmsequenz überspringe ich jetzt, obwohl... Ja, die überspringe ich jetzt, weil sonst wird das Video wieder zu lang. Wenn euch die mal interessieren sollte, ich mache ein Let's Play für euch. Hordes of monsters began laying siege to the kingdom of Hyrule. Princess Zelda led a valiant defense against hopeless odds. News of the Hyrulean army's imminent defeat reached the cadets at the Knights Training Yard. As the elite troops fell in battle, Hyrule's trainees were left to wait helplessly inside the castle walls. Despite the odds, one young knight took up his simple training sword and chose to fight. This brave young man was named Link. Compelled to act, he rushed to the monster-ridden battlefield to assist Zelda and defend Hyrule. Ja, wer hätte das gedacht? Wie immer. Wir sind jetzt auf der Ebene von Hyrule oder Hyrule oder wie auch immer. Oben links seht ihr das Leben. Die Magie ist in dem Balken, da wo noch nichts drin ist. Das Gelbe ist die Spezialfähigkeit oder Attacke oder was auch immer. Dann gibt es Bomben, Bogen, Bumerang, alles was es so in Zelda bis jetzt gab. Ja, man hat unterschiedliche Arten von Attacken, je nachdem welche Tastenkombination man verwendet. Ja, so muss man sich wirklich kämpfen. Hier seht ihr die Westfeldfestung. Rechts auf der Seite, unter der Karte, seht ihr das Leben in Anführungszeichen von der Festung. Wenn man die Leiste genährt hat, kommt der Festung schon mal mit. Den muss man besiegen, dann hat man logisch. Materialien sammelt man immer, um bestimmte Verbesserungen zu erhalten. Beziehungsweise um diese dann herzustellen. Ich bin grundsätzlich sehr begeistert von dem Spiel. Ich dachte am Anfang, dass es nicht so gut wird, weil Zelda ist ja immer ein typisches Spiel und wenn man dann was anderes macht, dann wird es meistens nicht so gut. Bei dem ist es aber schon so. Ich finde es super, ich finde es klasse, dass hier jetzt sofort was hier auch einlernen kann. Ist eine geile Idee. Hier seht ihr mal die Spezialfertigkeit, Fähigkeit, was auch immer. Die K.O. sammelt man unten rechts, seht ihr ja. Und die Stufe ist auch ersichtlich. Hier haben wir zum Beispiel jetzt einen Power-Up-Bogen, den zeige ich euch mal kurz. Bestimmte Besonderheiten. Ich nehme meistens nur die Power-Ups für Bomben her. Aber im Grunde ist es echt interessant. Das Wichtige an der ganzen Sache ist, dass man bestimmte Missionen erfüllen muss. Wer hätte das gedacht? Manchmal haben sie so Schilde, das seht ihr jetzt dann gleich.
Kraft für die beiden aus. Bolger ist sich siegessicher. Aber wer hätte das gewusst? Was? Ein Wunder! Und da ist der Held. Er ist aufgetaucht und Bolger hat sich natürlich zurückgezogen, der Angsthase. Was ich richtig, richtig cool finde, ist, dass man mehrere Zelda-Teile verbunden hat, wie das auch eine Art und Weise genial ist. Ich bin wirklich sehr überzeugt davon. Ich mag Zelda-Spiele allgemein richtig, richtig, richtig gerne. Und sollte irgendwann mal das neue Legend of Zelda rauskommen, dann wird dazu mit Sicherheit ein Let's Play rauskommen. Ob ihr wollt oder nicht. Zwinker-Smiley. In jedem Schlachtfeld sind auch Schätze versteckt, die man finden kann. Ich habe jetzt schon alle gefunden. Jetzt hat man gerade das Schild gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wenn man das Schild gebrochen hat, dann gibt es eine spezielle Fähigkeit, die dem Gegner mega viel Leben abzieht. So, dann müssen wir jetzt in den Höhleneingang rein und erhalten jetzt eigentlich offiziell die Bomben, die wir eigentlich schon haben. Aber wie gesagt, ich wollte euch das erste Level zeigen. Ich wollte nicht so viel her zeigen, obwohl das Spiel auch schon ein bisschen älter ist. Nur falls ihr mal ein Let's Play euch wünschen solltet. Weiter geht's. Und es ist wieder offen und wir gehen dahin, wo wir auch immer hingehen müssen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ah ja, ich weiß es jetzt. Jetzt weiß ich es. Da, wo das Kreuz ist. Jetzt gerade die Karte nicht richtig da. Egal. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Gut. Jawohl. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Mal zu der anderen Festung. Die nehmen wir jetzt einfach mal an. Oh, das war jetzt sehr gut. Kommt jetzt zur Festung. Ich kann sie euch noch mal zeigen, beziehungsweise überhaupt mal zeigen. Ich habe sie euch ja noch gar nicht gezeigt. Da hinten ist ein großes Magie-Fläschchen. Und wir haben es voll sehr gut. Ja, die Leiste eben, wenn die halt leer ist, dann wird man halt so eine sehr spezielle Attacke. Das war jetzt natürlich relativ unpraktisch, aber ich wollte es euch zeigen. Jetzt sammeln wir mal den ganzen Schmarrn da hinten ein.
Die Mission ist erfolgreich. Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir doch zur großen Fee. Ich finde den Gleiter momentan am coolsten irgendwie. Aber ich habe auch noch nicht alles freigeschalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Schneller als das Spiel. Meistens sollte man alle Festungen einnehmen. Das sieht man aber dann auch beim Legendenmodus. Wenn man dann Herzteile bekommt oder sowas. Oder Schätze, wie auch immer. In jeder Mission, beziehungsweise in jeder Welt muss man auch Skulpturas sammeln. Goldene Skulpturas für Bildfragmente. Ich jetzt momentan nicht bei, wie gesagt, ich habe schon ungefähr alles gefunden oder fast alles. Und da haben wir den König Dodongo, den wir gleich mal besiegen müssen. Ich bin sogar ziemlich nah dran. Das habe ich gut gemacht. Ja, die Gegner muss man halt mit diesen bestimmten Waffen. Okay. Ich soll da halt. Hier sieht man jetzt das Schild. Weil die Musik sehr laut ist. Das Schild ist durchbrochen und die besondere Fertigkeit kommt. Fähigkeit, ihr wisst ja, was ich meine. Attacke. Und
schnell noch die Materialien einsammeln. Ja, und das war's dann eigentlich schon soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr euch irgendwas wünscht, ich kann euch alles zeigen, alles erklären, wie ihr das wollt. Schreibt's mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zugucken. Und bis demnächst. Nur noch ganz kurz. Ich zeige euch schnell noch die Statistik. Die Videos habe ich jetzt übersprungen, sonst wird es zu lang. Das sieht man immer am Schluss. Ja, und man bekommt irgendwelche Waffen. Das war es dann im Grunde eigentlich schon. Und die neuen Materialien natürlich. Danke fürs Zugucken und tschüss.